So, hallo Leute. Hallo. Wir zeigen heute noch ein Escape von einem Hillbook. Der ist eigentlich nicht so schwer, aber es gibt einen Fehler, die Leute am meisten machen bei denen. Ja. Wenn ein Hillbook ist, wenn ein Hillbook kommt, hier. So, dann versuchen die Leute immer rauszubringen. Hier und die Leute da. Da habe ich keine Chance, weil es ist weiter drin. Oder schlimmsten Fall, er dreht sich mit. Ja, das bringt auch, ne? Das bringt mir auch nichts. Weil, Achtung, mein Knie ist drinnen. Und egal was ich mache, Gefahr ist noch drinnen, weil Knie, er beherrscht mein Knie. Und wenn er noch eine Bewegung nach vorne macht, gleichzeitig, mit seiner Hüfte, dann ist mein Ligament sofort kaputt. So, erste, was ich machen muss, ich muss mein Knie befreien, da müssen wir von anderer Seite. Und hier ist besser zu sehen. Hier. Wie befreie ich mein Knie? Zuerst meine Hüfte hoch und dann drehe ich mein Knie, kannst du zumachen, mein Knie rein. Hier. Wie möglich weiter in diese Richtung. Hier. Danach kann ich langsam raus und wegdrehen. Aber zuerst muss mein Knie aus der Falle raus. Das ist das Schlimmste, was er hat. Also das Gefährlichste, wenn der Knie drin ist. Hier. Hoch, Hüfte hoch. Und ich versuche mit allen möglichen mein Knie reinzukriegen. Hier. Wenn ich reingekriegt habe, es tut zwar weh, der gedrehte Fuß hier, aber es knackt nichts. Und langsam kann ich raus. So. Das ist zum Beispiel ein Escape, wenn ein anderes ist, von 50-50 Position. Von 50-50. Hopp. Ja, 50-50. Ja, nein, hier. Eine hier, eine hier. Das ist 50-50. Bei 50-50 ist das das schlimmste Ding. Erstens, klar, wenn ich kann, sofort mein Knie. Ja. Meistens klappt das aber nicht. Bei einem Invert, also innen hier, wenn er rein ist, der ist jetzt viel gefährlicher. Deswegen, wenn er hat, 50-50, das ist hier, genau. Ja. Wenn er hat, probiere ich immer, seine Hand zu kontrollieren. Stoppen. So. Hier. Seine Hand zu kontrollieren. Hier. Von hier so leicht kann er nicht drehen. Ja? Das ist einfach unter Kontrolle. Und dann befreie ich mich mit dem anderen Bein und kann ich schon selber. Das ist noch eine Befreiung von Hilfe. So, verstanden? So, Leute.